Als een mijlenstein. Mijlenstein ist sicher der Entscheid, voll selbstständig zu werden, also 100% Zeit zu investieren. Und eigentlich gerade im Anschluss auch der Entscheid, dass man ja, das Büro zumietet, dass man nicht alles zuhause vom Keller aus macht, sondern dass man eigentlich dort schon gesagt hat, nein, wir wollen ja irgendwann können Mitarbeiter reinnehmen, wir wollen grösser werden und wachsen. Und es ist einfach nicht seriös, das aus dem, ja, aus dem eigenen Hobby rum zu betreiben, sondern es muss eine gute Infrastruktur da sein, wir müssen uns gut können organisieren, es soll ja auch nach außen ein professioneller Auftritt sein. Und es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man irgendwie, weiß nicht, morgen um 10 Uhr denkt, ja, jetzt wege ich dem mal irgendwie nicht Trainerhosen an, sondern Jeans und fange mal an zu arbeiten, sondern man geht bewusst raus, man geht ins Büro arbeiten. Es ist einfach auch ein anderer Mindset dahinter. Und eigentlich dann auch im ersten Herbst sozusagen ich. Der erste Mitarbeiter, genau. Dieser erste Praktikant. Das ist ein spezieller Moment, wenn man ja, plötzlich sehr. Jemanden hat, der einem zusätzlich unterstützt, mhm. wo das Projekt, das die Firma auch cool findet und das Ganze einfach mitträgt oder dann auch gegen raus vermittelt. Und es hat dann auch eine Bestätigung gegeben, dass nicht nur von der Kundenseite her die Leute es cool finden, um die Produkte zu kaufen, sondern dass es auch Leute gibt, die für uns mit uns arbeiten wollen und zusammen das Projekt weiter wachsen wollen. Und ja, da haben wir jetzt einige Praktikanten schon gehabt, jetzt auch fixe Leute, die für uns arbeiten, die im Kernteam dabei sind. Und das ist richtig lässig, dass das so gewachsen ist. Und ja, dass man jetzt wirklich ein Team ist, wo man zusammen Sachen kann arbeiten kann und größere Projekte angehen, spannendere Projekte angehen. Und ja, das ist eine Herausforderung, aber es ist sehr interessant und ja, Challenge.